So, ihr Lieben, herzlich willkommen zum fünften und leider letzten Teil der Stilfit in Frühjahr und Sommerserie. Heute, ihr ahnt es, geht es um das Thema Sonnenbrille. Genau, und dazu möchte ich euch inspirieren. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon das ein oder andere Mal verzweifelt im Brillengeschäft oder irgendwo beim Discounter vom Brillenregal erwischt habt und dann durchprobiert und irgendwann ist es so ein bisschen, hat es den Parfümerie-Effekt, dann sieht man vor lauter Brillen nicht mehr, welche Brille wirklich gut aussieht oder nicht und welche schmeichelt und irgendwie ist es auch immer ein bisschen befremdlich, sich dann mit Sonnenbrille zu sehen, beziehungsweise die Nicht-Brillenträger und hinzu kommt, wenn man die Sonnenbrille anprobiert, dann hat man natürlich immer, sieht man ja schlechter und dann ist es oft schwer zu entscheiden, ja, welche Sonnenbrille passt denn eigentlich zu mir und meinem Typ? Dazu sei gesagt, da komme ich aber auch gleich nochmal drauf, dazu sei gesagt, dass die Wahl der Sonnenbrille, es gibt Regeln quasi, also Empfehlungen, wonach schaue ich in meiner Gesichtsform und meinen Gesichtsfacetten, um dann die richtige Brillenform auszuwählen. Aber es gibt natürlich wie bei allen Stilthemen immer noch auch den Stilbruch. Das heißt, wenn ich weiß, welche Brille eigentlich gut zu mir passt und ich das genau anders tue, also eine andere Form wähle oder eine besonders große Form wähle oder eine sehr extravagante Fassung wähle, also auch eine extravagante Farbe oder extravagante Gläser, die besonders beschichtet sind, dann wähle ich natürlich ganz bewusst einen Stil. Und das hat dann unter Umständen gar nicht so viel mit der optimalen Form zu tun oder der optimalen Empfehlung für meinen Gesichtstyp oder meine Gesichtsform, sondern dann hat das eher damit zu tun, dass das gut zu mir passt, weil ich vielleicht diese Extravaganz gut tragen kann, weil das gut zu mir passt oder weil es einfach tierisch Spaß macht und Laune. Und was wollen wir im Sommer? Wir wollen Laune haben, gute Laune haben und uns ausleben. Sollten wir natürlich in jeder Jahreszeit machen, aber ich glaube, im Sommer sind die meisten auch noch mal mutiger und haben so Lust auf so richtig, ja, mal out of the box in eine andere Richtung zu denken. Genau. Wie immer habe ich euch natürlich Beispiele mitgebracht, damit ihr auch visuell sozusagen das nachvollziehen könnt, was ich euch erzähle, beziehungsweise schon mal eine Idee dafür bekommt, okay, wie könnte das für mich aussehen? Und genau das zeige ich euch jetzt. Ach halt, bevor ich euch jetzt zeige oder die verschiedenen Gesichtsformen und die passenden Brillenformen zeige, nochmal ganz kurz Grundsätzlichkeiten bei der Wahl der Brille. Wenn ihr nach einer Brille guckt, egal ob das jetzt eine Sonnenbrille ist oder eine Sehhilfe, bei der Sehhilfe ist es nochmal wichtiger, weil man mehr auch von dem Auge dann auch sieht, solltet ihr folgende Sachen beachten. Von der Größe her ist immer wichtig, dass die Brille nicht breiter ist als die breiteste Stelle im Gesicht. Also das wäre bei mir jetzt hier sozusagen der Wangenknochen, das ist die breiteste Stelle in meinem Gesicht. Breiter darf die Brille nicht sein. So. Dann das Zweite ist der Schwung der Augenbrauen. Schaut mal, dass die Brille vom Schwung oben dem Schwung eurer Augenbrauen entspricht. Dann ist es besonders harmonisch und die Brille sitzt super im Gesicht. Bei den Sonnenbrillen ist es so, dass die ja oft die Augenbrauen auch verdecken, je nachdem, wie groß die sind. Von daher fällt das dann nicht so ins Gewicht. Aber bei allen, wo man es halt sieht, oder bei den Sehhilfen ist es halt das Ding. Genau. Das andere ist, schaut mal drauf, wo sitzt die Brille hier auf dem Nasenrücken. Das heißt, wenn ihr den Steg der Brille, es gibt ja so Brillen, die haben den ganz oben gesetzt oder es gibt Brillen, die sind, da ist das relativ niedrig gesetzt. Und ihr seht schon, wenn ich hier mit dem Finger, obwohl er ja die gleiche Farbe wie mein Gesicht hat, seht ihr schon, was mache ich mit meiner Nase? Ich verlängere die extrem. Also wenn jetzt der Steg hier sitzt, habe ich eine sehr lange Nase, weil ich sowieso schon eine relativ lange Nase habe. Oder wenn ich den runtersetze, dann verkürze ich meine Nase. Also auch darauf achten. Manchmal ist es auch das, was uns seltsam aussehen lässt. Und wir wissen gar nicht, woran das jetzt liegt. Es ist gar nicht die Form, sondern es ist wirklich die Höhe des Stegs. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann gibt es natürlich auch noch mal eine Geschichte dazu, wie sitzt die hier? Also ich habe zum Beispiel hier immer das Thema, ich trage halt sehr gerne große Sonnenbrillen, ne? Ich kann es nochmal zeigen. Also ich mag das gern, so extravagant, so groß. Das passt gut für mich, da fühle ich mich wohl. Aber da habe ich das Problem, dass die immer hier so, je nachdem wie die Form ist, auf dem Jochbein sitzen. Das heißt, da muss ich drauf achten, weil sonst ist die wahnsinnig unbequem
Und vor allen Dingen immer, wenn ich lache oder wenn meine Mimik sich bewegt, dann rutscht die Brille hoch, ne? Also auch da, man ist oft dann so auf die Optik fixiert, aber auch darauf achten, dass die gut sitzt, ne? Wenn ihr sprecht, wenn ihr lacht. Ihr steht ja nicht immer so mit einem völlig stummen und bewegungslosen Gesicht da. Also auch das bitte beachten bei den Sonnenbrillen. Und einen dritten Punkt, beziehungsweise ein vierter ist es, glaube ich, jetzt schon. Wenn ihr kennt vielleicht diese Sonnenbrillen, die so einen Metallsteg hier haben. Ich trage die nicht, weil ich dazu neige, die oft auf den Kopf zu setzen. Und dann ziehe ich mir natürlich immer Haare hier raus. Ne? Auch dass ihr darauf achtet, ist das so ein Hornsteg oder ist das eben Metallsteg? Weil das ist ärgerlich, wenn ihr nur darauf geachtet habt, wie sieht die aus und wie ist so die Passform. Und dann nachher merkt ihr, die kann man nicht vernünftig ins Haar schieben. Also wenn ihr das gerne macht, gilt vor allen Dingen natürlich für die Frauen, dann achtet auch das darauf beim Kauf. So, jetzt geht's aber los. Wir starten mit dem ovalen Gesicht. Das ovale Gesicht gilt in der Stilberatung als die ausgewogene Gesichtsform, die idealtypische Gesichtsform. Und dadurch kann dieser Typ relativ viele Formen tragen. Also der hat so ein bisschen Narrenfreiheit, aber wenn man jetzt nochmal ins Kalkül nimmt, was ich eben gesagt habe, zum grundsätzlichen Auswahl des Gestells, also dass es der Form entspricht, der Augenbrauen, ne? Und auch, dass der Steg passt und so, da kommen bestimmte Brillentypen nur in Frage. Man sieht jetzt zum Beispiel das zweite Modell oder auch das erste Modell, die haben einen relativ hohen Steg. Das heißt also, jemand, der da eine lange Nase hat bei einem ovalen Gesicht, was relativ häufig vorkommt, weil es ist ja ein längsbetontes Gesicht, da sind solche Brillen, fallen dann natürlich direkt aus. Genau. Also da ist wirklich bei dem ovalen Gesicht, probiert mal aus, achtet auf den Schwung eurer Augenbrauen und achtet insgesamt von der Architektur her. Vielleicht auch, habe ich Locken, habe ich eher so eine runde Frisur, dann passt das Runde natürlich wunderbar, weil es geht immer um das Prinzip des Spiegelns. Und wenn es hier eher eine glatte Form ist, also die eher so ein bisschen das eckig wirkt, dann ist eine eckige Form vielleicht besser. Also die ovalen Typen haben wirklich die Qual der Wahl. Beim runden Gesicht eignen sich natürlich die runden Formen, die runden Brillen, Gläserformen wunderbar. Ich habe hier mal so zwei Modelle rausgesucht, eins mit so einem Horn-Kunststoffgestell und eins mit Metallgestell. Da könnt ihr auch nochmal schauen, Metallgestelle sind eher so auch für zartere Typen und dieses Horn- oder Kunststoffgestell, das ist natürlich immer noch mal ein bisschen kräftiger und ist natürlich auch für Menschen schön, die so eine starke Präsenz haben und auch so ein bisschen kräftiger wirken vielleicht, ne? Also, dass man da auch noch mal mit der Fassung überlegt, was passt am besten. Aber von der Brillenform ist für das runde Gesicht die runde Form sehr, sehr schön. Bitte wundert euch nicht, wenn ihr vielleicht im Brillengeschäft seid und der Optiker sagt euch genau das Gegenteil. Denn in der Stilberatung gibt es tatsächlich zwei Ansichten oder zwei Meinungen, was die Auswahl der richtigen Form betrifft. Und das ist einmal wirklich das entgegengesetzt zu machen. Das heißt, demnach müsst ihr ein runder Typ eine eckige Form wählen oder eben dem zu entsprechen. Ich bin eine absolute Vertreterin der Entsprechung. Das heißt also, dass wir das spiegeln, was wir haben, weil es dann besonders harmonisch und besonders authentisch wirkt. Aber probiert auch das nochmal für euch aus. Von daher würde ich empfehlen, wirklich eine runde Gesichtsform, dann auch eine runde Brille zu wählen. Dann haben wir die eckige Gesichtsform. Die kann ja sowohl auch länglich und eckig sein, als auch relativ quadratisch. Und da, ihr ahnt es wahrscheinlich, empfehle ich natürlich eher zu den eckigen Formen auch zu greifen. Ne? Da gibt es auch so Mittelwege, sozusagen so Mittelmodelle, die beides so ein bisschen haben, die zum Beispiel jetzt oben relativ eckig sind und unten aber dann rund oder andersrum. Nee, andersrum gibt es, glaube ich, gar nicht. Aber auf jeden Fall gibt es auch eine Kombination oder so eine gemäßigtere Form. Das ist zum Beispiel jetzt für ein eckiges Gesicht aus meiner Sicht das Optimum, also diese eckige Form mit aufzugreifen. Alternativ, ich hatte das, glaube ich, bei den ovalen Gestellen, seht ihr die untere und auch die zweite von unten, das Brillenmodell. Da sind ja auch Ecken, ne? Die sind ja auch eckig sozusagen. Die könnt ihr natürlich auch, wenn ihr ein eckiges Gesicht habt, mal ausprobieren. Ne? Das ist ein bisschen extravaganter, wenn das so eine Art Sechseck ist zum Beispiel. Oder eben relativ groß, aber tendenziell auch eine eckige Form mit abgerundeten Ecken hat.
Genau. Also eckig, rund zu rund, eckig zu eckig. Und dann haben wir nochmal eine Gesichtsform, oder gibt es verschiedene Gesichtsformen, die den, da ist der Oberkopf breiter und es wird richtig schmal Richtung Kinn. Das heißt, es ist dann entweder herzförmig oder eben wirklich die Dreiecksform. Und da ist es natürlich auch wieder so, dass wir schauen, dass das Brillenmodell auch das wieder aufgreift. Das heißt, wir haben oben im oberen Bereich der Brille eine relative Breitbetonung sozusagen, also es ist relativ breit, und unten wird es dann schmaler. Ja, das ist so die sogenannte Schmetterlingsform, das sieht man jetzt auch in dem unteren Modell sehr schön, die ja auch so ein bisschen immer so einen Retro-Charakter hat. Also das ist für diese Gesichtstypen oder Gesichtsformen, die einfach unten sehr schmal zulaufen, wunderschön und greift auch wieder die natürliche Form des Gesichtes auf. So, das war's von meiner Seite. Das heißt, meine Tipps, um die richtige Sonnenbrille zu finden, um, wenn das strahlende Wetter kommt, dass man dann bestens gerüstet ist und dann auch dadurch so ein Outfit richtig stylisch nochmal machen kann. Ich empfehle euch, geht einfach los, sobald ihr irgendwie das nächste Mal mit Brillen in Kontakt kommt, sei es bei DM oder eben beim Optiker eures Vertrauens. Probiert mal aus und lasst euch wirklich auch Zeit. Ja? Wenn ihr merkt, okay, jetzt sehe ich sowieso nichts mehr, brecht das ab. Ansonsten gibt es online auch Anbieter, unterschiedliche Anbieter, die man verschiedene Brillen bestellen kann. Das heißt, dann hat man direkt 5 Modelle, die man durchtesten kann. Und durch diese Vorabwahl, weil ihr schon mal wisst, was habe ich für eine Gesichtsform, welche Brillenform kommt in Frage, ist es natürlich dann auch leichter, wirklich dann auch bei so einer kleinen Auswahl fündig zu werden. Ansonsten ist es ja immer so ein bisschen unbefriedigend, ja, was bestellt und dann schon von vornherein weiß, das ist irgendwie Glaskugelleserei. Ich wünsche euch viel Spaß, genießt den Sommer und nutzt die Sonnenbrillen, um euer Outfit aufzustylen und eure Augen zu schützen. Tschüss!